Guten Morgen, wir haben heute schon den zweiten Tag. Heute ist die Live-Show und die Lisa und ich haben uns jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt gleich was essen in Köln. Alle sollten sie weitertragen und alle sollten mitmachen und keine Menschen mehr ausgrenzen, weder auf YouTube noch sonst wo. Oh nein! Herzen! Überall, jeder macht ein Herz! Das ist das erste Mal der Wettbewerb 1:31. Ja, zeig mal, zeig mal. Der Hack geil! Hammer, super! Vielen Dank! Yeah. Auf dem Weg nach Hause von Köln nach Berlin und ja, das Wochenende war echt super schön, aber ich gehe darauf erst näher ein, wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich euch das alles auch ein bisschen entspannter erzählen. Ja, heute haben wir uns eigentlich noch die Show angeschaut, sie war echt ziemlich cool. Zu Anfang fand ich persönlich, dass sie etwas langweilig war, aber zum Ende hin wurde sie immer lustiger und interessanter für mich. Und zu Anfang saßen wir auch normal im Publikum, aber später haben wir das dann so organisiert, dass wir in diesem YouTube-Chill-Bereich saßen. Und das war echt ziemlich cool. Die hat uns eigentlich mit der Bühne verabredet und die wollte eigentlich dann auch kommen, musste dann aber spontan auf die Bühne oder ich weiß nicht, ob das spontan war. Auf jeden Fall musste sie dann auf die Bühne. Dann hat das alles doch nicht mehr so geklappt, wie wir eigentlich gedacht hatten. Ist aber nicht so schlimm. Ich melde mich dann später, wenn ich wieder zu Hause bin und ja, bis dann. Tag der Video Days. Hier unten links seht ihr meinen Instagram und Twitter-Namen. Wenn ihr dort vorbeischauen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten wollte ich mich noch einmal ganz, ganz doll bei allen bedanken, sei es Community oder YouTuber. Ich bin ziemlich froh, solche Erfahrungen gemacht zu haben und so viele Leute von euch kennengelernt zu haben. Das war echt ziemlich cool. Hier in der Mitte findet ihr natürlich auch den ersten Teil der Video Days. Da habe ich euch selbstverständlich auch mitgenommen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Es ist kostenlos und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal auch schon wieder auf meinem Kanal. Tschüss!